Kraftverhältnisse sind klar bei der Partie. Die Heimmannschaft, der TTC, Ingeland Jülich auf Plätze, schaffen momentan, sieht es ganz gut aus für Fulda, 6:8 Punkte in der TTBL. Allerdings zuletzt mit 2 Niederlagen gegen Saarbrücken und haben. Erst liegt momentan mit 1:6 gegen Wang Chi hinten und führt 8:2. Des Balls von Martin Allegro. Immer noch 5 Satzbälle. Und der erste Satz geht mit 11:5. Wang Chi wurde Vizemeister und Vizepokalsieger im Jahr 2014. Schon im Jahr 2007. Erst in der Jülicher Nordhalle, die den Spielbetrieb gerade etwas gestört haben, Tischtennis zu spielen in seinem Heimatverein. Sein großes Vorbild, der ehemalige Tischtennis-Welt. In die Gegenwart, Martin Allegro führt 7:6. Kurz gespielt, jetzt wieder beide Punkte, um den Satz nicht abzugeben. Oh. Versuch für Wang Chi. Dann könnte es auch im dritten Satz eine enge Poch zu verzeihen. Junge Mannschaft. Ist fast in jedem Spiel Außenseiter. Mutig, dass der TTC Indeland aus eng waren. Der dieses Spiel dann auch nach Hause bringt. Und mit 13:0 gewinnt